Fasten your seatbelts und weiter geht es mit Fallout 4 im Luftschiff der Stählernen Bruderschaft. Das sind schon mal Türen? Grüße, Ritter. Schlüssel erforderlich. Ja, nee, knacken tun wir hier lieber nix. Hi. Zwei in den Kopf und tot bleibt der Tropf. Gute Faustregel. Oh. Mein Terminal. Verdammt, ich komme hier schon wieder überhaupt nicht mehr weiter. Oh, die Sachen dürfen wir uns nicht klauen. Ältester Maxens Terminal. Oh. Paladin Hudson. Lancer Captain, wir haben einige erschreckende Neuigkeiten über einen Anstieg der Supermutantenaktivität nahe des Commonwealths erhalten. Paladin Hudson hat sich freiwillig gemeldet, der Sache allein nachzugehen. Diese Mission wird den Paladin tief in feindliches Gebiet führen. Er wird also sämtliche Unterstützung brauchen, die wir aufbringen können. Ich lasse Tegan Paladin Hudson einen ausreichenden Vorrat an Munition mitgeben und Ingram soll prüfen, ob seine Powerrüstung einwandfrei funktioniert. Ich stelle Paladin Hudson außerdem einen unserer bewaffneten Vertibirds zur Verfügung. Ich lasse die Maschine also sofort startklar machen. Sobald alles bereit ist, treffen wir uns mit Paladin Hudson auf dem Flugdeck, damit wir ihn anständig verabschieden können. Ich betone nochmals, wie gefährlich diese Mission werden wird. Es ist also unerlässlich, dass wir dem Paladin jedwede Unterstützung zukommen lassen. War das nicht der, der verschollen ist, den wir gefunden haben? Doch, das war der. Aufklärungsteam Artemis. Wie gewünscht sende ich Ihnen sämtliche Informationen zum Aufklärungsteam Artemis. Laut den Aufzeichnungen haben wir das Team vor etwa 3 Jahren ins Commonwealth geschickt, um eine Standarderkundung durchzuführen. Beginnen mit dem Gebiet um Melden. Wir haben einige Berichte des Teams erhalten, dann riss der Kontakt auf einmal ab. Nichts in ihren Mitteilungen ließ auf etwas Ungewöhnliches schließen. Daher gehen wir davon aus, dass sie entweder keine Nachrichten mehr schicken konnten oder getötet wurden. Das Team bestand aus 7 Soldaten, angeführt von Paladin Brandis, das war er! Sie hatten also ausreichend Feuerkraft und Erfahrung, um eine solche Erkundungsmission zu überstehen. Ich habe mehrere Erkundungsteams losgeschickt, um Artemis ausfindig zu machen, aber bisher ohne Ergebnis. Ja, die haben ihre Dinger hochgejagt. Sorgen über die Brüden. Wie Sie wissen, hat mein Team die alte Energiequelle der Brüden gegen den verbesserten Fusionsreaktor ausgetauscht, den wir aus dem alten Flugzeugträger geholt haben, damit die Brüden das Commonwealth schnell erreicht. Ich konnte den neuen Reaktor zwar auf fast 100% Effizienz bringen, das System verbraucht aber mehr Kühlmittel als erwartet. Jetzt, wo wir über dem Flughafen festgemacht haben, konnte ich die Haupttriebwerke abschalten, aber selbst durch das Schweben verbrauchen wir noch Kühlmittel. Irgendwann werden also unsere Vorräte an Kühlmittel aufgebraucht sein. Dann müssen wir die Brüden landen. Ich brauche dringend Ihre Hilfe, wenn wir das verhindern wollen. Weitere Details präsentiere ich Ihnen dann bei der nächsten Lagebesprechung. Procton Ingram. Wie gewünscht sende ich Ihnen meine Einschätzung zu Procton Ingrams Einsatzfähigkeit im Feld. Meiner Meinung nach ist Ingram voll und ganz geeignet für Einsätze im Feld und wäre eine Bereicherung für jedes Team, das das Glück hat, sie dabei zu haben. Bevor die Brüden das Ödland und der Hauptstadt verlassen hat, habe ich ihr 6 Monate lang bei der Entwicklung des Powerrüstungsgestells geholfen, mit dem sie ihre Mobilität verbessern wollte. Sie hat hart mit dieser Rüstung trainiert und ist mehr als geeignet für einen Einsatz mit unseren Bodentruppen. Ich behandle seit fast 2 Jahrzehnten verwundete Soldaten und ich habe noch keinen gesehen, der derart entschlossen und pflichtbewusst ist wie Ingram. Sie auf dem Schiff zu lassen, wäre Ressourcenverschwendung und eine echte Schande. Gepanzerte Jacke. Oh! Es wird Sie sicher freuen zu hören, dass wir die Arbeit an den Panzerungseinlagen für Ihre Jacke beendet haben. Ich schicke gern einen Gelehrten nach oben, um die Jacke abzuholen. Die Panzerung ist recht stark, aber ich denke, Sie werden vor allem zu schätzen wissen, wie leicht die Jacke sein wird, wenn wir die Anpassung vorgenommen haben. Ich habe die Panzerung ausgiebig getestet. Sie sollte Sie vor verschiedenen Arten von Energiewaffen und vor den meisten ballistischen Geschossen schützen. Tragen Sie sie einige Tage und lassen Sie es mich dann wissen, ob die Jacke bequem sitzt oder ob ich noch weitere Anpassungen vornehmen soll. Einfach alle killen hier? Und dann schnappen wir uns das Zeug. Also das ist auf jeden Fall die Kajüte vom anderen. Oh, noch ein Terminal. Na, sauber.
Ja gut, Captain Kells Terminal. Maxon. Captain, ich will, dass Sie die Brüden bereit für den Abflug machen. Archivar Nox hat die Analyse der Energiewerte beendet, die wir von Paladin Dance Erkundungsteam erhalten haben und ist zu dem Schluss gekommen, dass sie vom Institut stammen müssen. Nox ist sich sicher, dass diese Energiewerte nur künstlich erzeugt werden können und das auch nur mit sehr fortschrittlicher Technologie. Aufgrund der Frequenz der Werte gehen wir beide davon aus, dass sie von einer Maschine oder Waffe stammen. Wir müssen daher schnellstmöglich in Richtung Camwells aufbrechen. Ich weiß nicht, mit was für einem finsteren Plan das Institut die Welt bedrohen will, aber ich werde ganz sicher nicht tatenlos dabei zusehen, wie sie ihn umsetzen. Ja, eigentlich sind sie ja auch gegen das Institut. Alle Stationen melden Bereitschaft und das gesamte Personal ist an Bord der Brüden. Ich habe sie nochmal von Bug bis zum Heck geprüft und sie ist bereit für die Reise. Bei allem nötigen Respekt. Es wäre sehr hilfreich, wenn ich wüsste, wohin wir genau fliegen. Es ist schwierig, das Schiff richtig vorzubereiten, wenn ich nicht weiß, über welche Gebiete wir fliegen. Mir ist klar, dass es nach Norden geht, aber wie weit werden wir fliegen und was wird uns dort erwarten, Captain? Kurze Anmerkung zwischendrin. Wie wär's denn, rein theoretisch, wenn das Institut eigentlich die Menschheit verbessern will, damit die besser überleben können in der atomaren Verseuchung und eigentlich die Guten sind? Denkt mal drüber nach. Kate. Wie gewünscht sende ich Ihnen meine Einschätzung zu Proktor Ingrams Einsatzfähigkeit. Proktor Ingrams Einsatzfähigkeit im Feld. Meiner Meinung nach ist Ingram voll und ganz geeignet für Einsätze im Feld und wäre eine Bereicherung für jedes Team, das das Glück hat, sie dabei zu haben. Bevor wir die Brüden das Ödland der Hauptstadt verlassen hat, habe ich 6 Monate lang... ja, das hat man doch gerade schon mal. Tegan. Jetzt, da wir es Camwells erreicht haben, würde ich gerne Handelsbeziehungen mit den Bewohnern aufbauen. Dazu brauche ich einen Bergungstrupp und einen unserer Vertibirds. Es gibt mehrere Karawanen im Camwells. Wir werden die Vertibirds nutzen, um sie ausfindig zu machen. Sollte eine der Karawanen angegriffen werden, gehen wir rein und helfen ihnen. Dann wissen sie, dass wir ihr freundliches Auge am Himmel sind. Da man einen solchen Schutz von Söldnern nicht bekommen kann, werden uns die Händler mit Sicherheit gute Preise bieten. Ich habe die gleiche Taktik im Ödland der Hauptstadt angewandt und sie hat bestens funktioniert. Hier draußen mit der Bedrohung durch das Institut im Nacken werden uns die Händler aus der Hand fressen. Okay. Oh, Raketen. Fein, fein. Aus dem Weg. Wow. Überwältigend. Ha. Kühlmittel. Geschmäcker sind wohl wirklich verschieden. Das sollte man auf der Plane, sollte man vielleicht nicht rumlaufen. Nicht, dass wir mit der Powerrüstung durchkrachen und dann... Obwohl mit der Powerrüstung, wenn wir runterknallen, ist ja wurscht. Das ist nicht sehr vertrauenserweckend. Nuka-Cola. Freizeitterminal. Vielleicht können wir da zocken. Tegan, Flores. Oh Gott. Sind es wieder dieselben Sachen? Ingram hat mir vom Freizeitbereich unter den Hauptdeck erzählt. Ich habe ein paar Flaschen Schnaps und ein paar Zigaretten beigesteuert, aber meine Vorräte sind nicht endlos. Können wir gerne über einen Tauschhandel reden. Womag. Wenn jemand Bock hat, ich organisiere eine kleine, höchst inoffizielle, nicht nächtliche Jagd auf wilde Ghule. Scheiß auf die Sünds, diese Ghule sind widerlich und wir müssen sie dezimieren. Bla bla bla, okay. Jeder kann diesen Terminal gerne zur Entspannung nutzen. Delicroix. McLaren hat seinen Anzug geschrottet, als er versuchte... Ich kann bald nicht mehr lesen, meine Stimme wird schon total krass. Mach mal. Als er versuchte, vom Trinity Tower zu springen, also gehört der Rekord noch immer Petrus mit seinem Sprung von der Brüden. Denkt daran, keine Mods für die Beinrüstung. Es muss ein sauberer Sprung mit der normalen T60 sein und ihr müsst danach selbstständig weggehen können. Keine Ausnahmen. Aha.
Ich weiß nicht mehr, wer danach gefragt hat, aber jemand suchte Myrlox-Eier. Auf meinem letzten Streife sah ich in Nippon Set Park ein paar Nester, aber dank Kellys durfte ich tonnenweise Ausrüstung schleppen. Wenn du Eier suchst, könntest du da draußen sicher ein paar finden. Gut. Komische Freizeitaktivitäten. Holy shit, meine Stimme. Ich habe zu viel vorgelesen. So, was haben wir hier hinten? Da geht's rein. Aha. Oh, da haben sie Sins. So, das dürfte halten. Danke, Schwester. Wir müssten uns keine Sorgen machen, dass sie entkommen, wenn sie nicht auf dem Schiff wären. Wir denken zu kein zu glauben, dass du mit einem Sint reist. Ich richte Dr. Ingram meinen Dank dafür aus, dass ich dich ausleihen durfte. Du kannst dir die Exemplare gern ansehen, aber bitte nichts anfassen. Ich übernehme keinerlei Verantwortung, wenn du dich verletzt. Mhm. Sich ohne Rückendeckung mit einer Todeskalle anzulegen, nimmt ganz schnell ein böses Ende. Oh Gott, schon wieder einer. Das ist ja schlimm in der Folge. Persönliche Notizen. Während unserer Reise durch das Camwells habe ich mir im hinteren Laderaum der Britain ein improvisiertes Labor eingerichtet. Wenn wir ankommen, will Quinlane mehrere Patrouillen entsenden, deren Auftrag es ist, brauchbare Exemplare aus dem Feld zu besorgen. Meine Aufgabe ist es, das Sezieren und die Untersuchung dieser Exemplare zu leiten. Ich war schon immer der Ansicht, dass man die Schwächen des Feindes am schnellsten in Erfahrung bringt, indem man ihn von innen nach außen untersucht. Hoffentlich muss ich nicht zu lange warten, bis ich das auf die Probe stellen kann. Oh Gott, bitte. Supermutanten. Ich könnte aus ihren Überresten eine ansehnliche Menge Daten erheben. Oh, sorry, aber... Macht Pause und lest euch mal selber durch. Heute kann ich echt nicht mehr, oder? Ich komme nochmal her. Interne Mail. Oh Gott. Nee. Jetzt reicht's. Oh. Paladin? Nie vergessen. Ihr seid die Augen und Ohren der Bruderschaft. Wenn ihr was Verdächtiges hört oder seht, habt ihr die Pflicht, es sofort zu melden. Wir leben jetzt auf feindlichem Gebiet. Eure Wachsamkeit könnte über Leben und Tod entscheiden. Verstanden? Ja, Sir. Ja, Sir. Gut. Ad Victoriam, Knappen. Ad Victoriam. Ad Victoriam. Wegtreten. Das sind ja Kinder. Krass. Ist ja abgefahren. Oh, da unten? Hä? Wir waren doch gerade noch unten. Da geh mal hin. So, versuch's mal. Nichts. Ich sollte vor 10 Minuten Bericht erstatten, wenn du es nicht reparieren kannst. Ich kann. Du musstest ja unbedingt den Meyerlurk wegtreten. Geschafft. T60? So, funktioniert. Danke. Komm zu mir, wenn du mit Maxen und Dance gesprochen hast. Proctor Ingram. Proctor Ingram. Komm zu mir, wenn du mit Maxen und Dance gesprochen hast. Die Goodwin ist ein grandioses Schiff und wir können uns glücklich schätzen, sie zu haben. SB2. Ich muss mal kurz schauen. Was haben wir eigentlich? X01 und da haben wir T60E. Den Helm. Kampfrüstung. Also gut, wir brauchen den Helm und rechtes Bein. Helm, rechtes Bein. Mal kurz. Oh yeah. Den Schnabel lasse ich mir mal. Und das rechte Bein auch. Okay. Aussteigen. Hm.
die besser ist von der Steldern-Bruderschaft, das werden wir ja gleich sehen. Maxen mag barmherzig wirken, aber ich kann dir versichern, dass das Institut seinen Zorn spüren wird. Wenn ältester Maxen mir befehlen würde, ihn zu den Toren der Hölle zu begleiten, würde ich sie für ihn eintreten. So, alles klar. T45 Helm 180, 140. Der ist auf jeden Fall besser. Modell B. Ach, kein Material. Boah, jawoll. Nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Ach, SB Ritterlackierung. Was bedeutet das? Erhöht die Stärke, wenn alle Teile diese Lackierung haben. Bist du manchmal auch neidisch auf die Soldaten oder die Einsatzgelehrten? Schließlich ist bei denen mehr los als bei uns. Vergiss es. Ich würde meinen nächsten Geburtstag gern noch erleben. Danke vielmals. Gutes Argument, aber du musst zugeben, dass unsere Brüder und Schwestern auf dem Boden den ganzen Ruhm einheimsen. Naja, wir halten hier oben laufen. Ohne uns hätten unsere Brüder und Schwestern keinen Ort, an den sie zurückkehren könnten. So wie ich es sehe, gibt es mehr als genug Ruhm für uns alle. Sind wir jetzt überladen oder nicht? Noch nicht, sehr schön. Du kannst von Glück reden, dass ich deinen Zünd nicht zu Alteisen verarbeite. Halt die Fresse. Das ist mein Freund. Ich bin stolz, unter ältester Maxen dienen zu dürfen. Mir reicht es mit Lions und Dr. Tegan. Ideen. Reden wir, nachdem du dich mit ältester Maxen und Paladin Dance getroffen hast. Jeder Ganove im Commonwealth wird unsere Namen kennen. Da ist er doch, der Paladin. Und wie sah es da draußen aus? Da bist du ja. Wie lief es mit ältester Maxen? Maxen scheint im Vergleich zu den anderen ziemlich jung. Stört dich das nicht? Lass dich von seinem Alter nicht täuschen. Maxen ist ein brillanter Taktiker, ein ausgezeichneter Kämpfer. Und er hat eine idealistische Vision für die Zukunft der Bruderschaft. Ich würde ihm ohne zu zögern überall hin folgen. Ja, du würdest jedem folgen irgendwie. Wieso hast du so ein Vertrauen in seine Fähigkeiten? Vor einem Jahrzehnt war die Bruderschaft fast vollkommen von ihrem Pfad abgekommen. Der Älteste vor Maxen hatte einen Weg eingeschlagen, der nirgendwo hinführte. Wohltätigkeit war ihm wichtiger als der Erhalt von Technologie. Aber als Maxen die Führung übernahm, richtete er die Bruderschaft von Grund auf neu aus und führte uns zurück auf den richtigen Weg. Dieses Schiff und die Besatzung sind ein Zeichen seiner Führungsqualitäten. Er ist wahnsinnig? Ich hatte den Eindruck, er hat Wahnvorstellungen. Du glaubst doch nicht alles, was er sagt, oder? Du solltest Maxen nicht nur an seinen Worten messen. Seine Taten beweisen seine Aufrichtigkeit. Ich hoffe nur, du verstehst, welches Risiko es für mich ist, dass du so schnell in unsere Reihen aufgenommen wurdest. Um es mal ganz direkt zu sagen, wenn du Mist baust, sind wir beide geliefert. Was sollte die ganze Sache, dass du meine Aufnahme persönlich unterstützt? Ältester Maxen ist verständlicherweise ziemlich wählerisch, was neue Rekruten angeht. Er glaubt, dass die Bruderschaft nur dann stark bleiben wird, wenn wir uns auch als Brüder fühlen. Als dein Fürsprecher ist es meine Pflicht, dich auf dem Weg durchs Commonwealth zu begleiten und sicherzustellen, dass du dich an unsere Ideale hältst. Deshalb mache ich mir auch so viele Gedanken wegen deiner Leistungen im Feld. Keine Sorge, ich passe schon auf. Gut. Wir haben nämlich eine Menge Arbeit vor uns. Und ich will nicht, dass wir durch irgendwas abgelenkt werden. Okay, ich weiß, du bist heiß darauf, in deine Powerrüstung zu springen und den Kampf zum Institut zu tragen, aber alles der Reihe nach. Um ein effektives Teammitglied zu sein, musst du dich auf dem Schiff auskennen und die Crew kennenlernen. Da ich dein offizieller Fürsprecher bin, würde ich dir empfehlen, mich mitzunehmen. Okay. Klingt gut. Auf geht's. Wunderbar. Du gehst mal zurück zum Leuchtturm. Da holen wir dich dann wieder. Ja, ist wohl doch nichts draus geworden. Aus der Hauptquest. Aber das ist ja auch irgendwie auf die ein oder andere Art eine Hauptquest. Wir müssen uns langsam was einfallen lassen. Tigran, Quinlan, oh Gott. Wenn wir die Herzen und Köpfe der Leute gewinnen wollen, adet ja müssen wir Arbeit das Wort aus. Der Bruderschaft im Commonwealth verbreiten. Du bist also der neue Rekrut, von dem man mir erzählt hat.
Nicht ganz, was ich erwartet habe. Du hörst dich enttäuscht an. Nicht enttäuscht, nur überrascht. Du siehst nicht wie die Ödländer aus, die wir üblicherweise an Land ziehen. Wie dem auch sei, du bist hier, um mich zu sehen. Also können wir es auch gleich hinter uns bringen. Mein Name ist Ingrim. Und diese herrlich schmierige Schraubgrube ist der Ort, an dem du mich für gewöhnlich findest. Ist deine Powerrüstung zu eng im Schritt, droht die Pridwen abzuschmieren, läuft ein Roboter amok, dann komm zu mir. Okay. Bekomme ich hier meine Powerrüstung? Ja, das ist immer die erste Frage, die die Neuen stellen. Mal sehen. Ich habe gerade eine recht ordentliche T-60 zusammengeflickt. Der linke Beinservo schmiert ein wenig, aber das Ding hält dir die Biester vom Leib. Sie steht in Bucht 3. Es vergeht kein Tag auf diesem Kahn, an dem nicht 5 oder 6 Sachen kaputt gehen. Und da ich hier feststecke, bin ich nicht mehr so agil wie früher. Die Arbeit wird einfach immer mehr. Möchtest du mir erzählen, wie das mit dir passiert ist? Das ist schon ein wenig persönlich, meinst du nicht? Würde es helfen, wenn ich verspreche, niemand sonst davon zu erzählen? Okay, wenn du mir dann meine Ruhe lässt. Ich kämpfte mit der stählernen Bruderschaft im Ödland der Hauptstadt. Wir arbeiteten an einem Sammelplatz für Power-Rüstungstruppen. Wir befanden uns an einem Kamm über dem Schlachtfeld. Ich würde sagen, da ging es rund 30 Meter runter. Das ist ein ganz schönes Stück. Der Feind hatte keine Möglichkeit, uns dort oben zu erreichen. Und es war einfach ein perfekter Startplatz für die Vertibirds. Um es kurz zu machen, der Kamm, auf dem ich stand, wurde von einer Nuklearrakete getroffen. Der Großteil der Klippe wurde weggesprengt. Und die Plattform, auf der ich stand, kippte zur Seite weg. Wenn ich nicht gerade eine Powerrüstung ausprobiert hätte, wäre ich draufgegangen. Puh. Deine Powerrüstung hat dir geholfen, den Sturz zu überleben? Ja, sie hat das meiste abbekommen. Aber ich weiß nicht, ob man das Überleben nennen kann. Nach der Landung war die Rüstung im Eimer. Und ich habe beide Beine verloren. Seitdem kann ich nicht mehr laufen. Wie dem auch sei. Wenn du an deiner Powerrüstung arbeiten möchtest, kannst du gern das Werkzeug hier verwenden. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich muss zurück an die Arbeit. Ja, haben wir ja ein bisschen was rausgefunden. Okay, das schaut ja krass aus. Die hat tatsächlich keine Beine da drin. Abgefahren. Da sind die Stummel. Puh. Ich bevorzuge ja Laserwaffen. Der Schuss ist sauberer und er hinterlässt diesen typischen Ozongeruch. Tegan! Komm näher, Ritter. Ich beiße nicht, versprochen. Auch wenn sie mich in diesen verdammten Käfig gesperrt haben. Warum bist du da drin? Schön, dass du das fragst. Das hier ist das Versorgungslager. Und ich, wie du dir wohl schon denken kannst, bin der Quartiermeister des Schiffs, Proctor Tegan. Die Führungsriege hat mich hier eingesperrt, damit ich auf die Wertsachen der Bruderschaft aufpasse. Wenn du für eine Mission noch Vorräte brauchst, kannst du sie hier kaufen. Moment mal. Kaufen? Seit wann verkauft das Militär Ausrüstung an seine eigenen Soldaten? Seit jemand einen Haufen Bomben abgeworfen und jede einzelne Fabrik in die Luft gejagt hat, die Waffen und Munition herstellt. Es kostet Kronkorken, die Bruderschaft zu versorgen und jeder muss seinen Teil beitragen. Aber die gute Nachricht, dank der Kronkorken, die immer wieder reinkommen, kann ich dir auch Sachen abkaufen. Ich bin hauptsächlich an Waffen interessiert, aber ich nehme alles, was brauchbar ist. Wenn du dir natürlich einfach nur ein paar Kronkorken nebenher verdienen möchtest, dann hätte ich vielleicht Arbeit für dich. Okay. Ich könnte ein paar Kronkorken gut gebrauchen. Du brauchst sie und ich will, dass du sie bei mir ausgibst. Eine Traumkombination. Es geht nur um ein wenig körperliche Arbeit und Kontakt mit den Farmen vor Ort. Und da ich hier diesen Ein-Mann-Zoo betreuen muss, brauche ich jemanden, der mir die Laufarbeit abnimmt. Wenn du mit den Begrüßungen fertig bist, können wir die Einzelheiten besprechen. In der Zwischenzeit, wenn du was anderes brauchst, eine Waffe, eine Mod oder auch nur Munition, musst du es nur sagen. Unserer Sache beizutreten war die weiseste Entscheidung deines Lebens, Schwester. So, okay, dann geht's mal da hinten weiter. Ich gebe gern mein Leben, wenn dadurch eine Wiederholung der Apokalypse verhindert wird. Mal schauen da hinten.
geht's da? Ey, eine Katze! Cool! Miau, miau! Ja, feini! Proctor Quinlan, oh Gott! Quinlan? Ah, gut, da bist du ja endlich. Leg die Bücher einfach irgendwo hin. Ich schaue sie mir an, sobald ich Zeit finde. Was willst du nur mit all diesen Büchern? Ich kann meine Arbeit wohl kurz einmal unterbrechen und mich deiner Frage widmen. Welche Bücher enthalten denn wesentliche Informationen? Technische Handbücher, Reparaturanleitungen, Entwurfsabhandlungen, medizinische Forschung. Alles, was das Wissen der Bruderschaft erweitert. Deshalb ist für mich alles andere wertloses Papier. Diese Bücher sind kein wertloses Papier. Wenn sie das technologische Wissen der Bruderschaft nicht erweitern, sind sie nutzlos. Da du ja offensichtlich nicht die Person bist, die ich erwartet hatte, würde es dir etwas ausmachen, mir den Grund deines Besuchs mitzuteilen? Maxon wollte, dass ich die Besatzung kennenlerne. Du warst der Nächste auf meiner Liste. Ah, ja. Du bist sicher der neue Rekrut, den Paladin Dance in seinem Bericht erwähnt hat. Unter normalen Umständen würde ich dir eine angemessene Einweisung in meine Abteilung erteilen. Allerdings stehe ich enorm unter Zeitdruck, da ich Forschungspatrouillen einteilen muss und mit Anfragen zu technischen Dokumenten überhäuft werde. Leider fehlt mir das Personal, um das alles hinzubekommen. Vielleicht könnte ich dir ja unter die Arme greifen. Das wäre hervorragend. Halte bei deiner Patrouille im Commonwealth die Augen offen nach Blaupausen, Memos, Anleitungen, Büchern, Diagrammen. Also nach allem, was brauchbare technische Daten enthält. Ich bin autorisiert, dich für jede Dokumenteneinheit zu entlohnen, die du findest. Und wenn du gern Teil einer Forschungspatrouille sein möchtest, habe ich eine Menge, die noch Personal benötigen. Wie dem auch sei, es war mir ein Vergnügen, dich kennenzulernen, Ritter. Ja. Also ich bin hier ständig hin und her gerissen, ob ich die Stelle der Bruderschaft jetzt mag oder nicht. Freut mich, dass du endlich vorbeischaust, Soldat. Bereit für deine medizinische Untersuchung? Welche medizinische Untersuchung? Mir geht es gut. Kein Grund zur Sorge. Ich habe nur ein paar einfache Fragen zu deiner Krankengeschichte. Es ist meine Pflicht, dafür zu sorgen, dass du nichts hier hochschleppst, was eine Gefahr für die Besatzung darstellen könnte. Ich stelle dir jetzt einige medizinische Fragen und ich möchte, dass du mir nach bestem Wissen und Gewissen antwortest. Erste Frage. Warst du als Kind jemals längere Zeit radioaktiver Strahlung ausgesetzt? Vor den Bomben gab es noch nicht wirklich viel radioaktive Strahlung. Vor den Bomben? Was? Lass mich kurz mal in meine Aufzeichnungen schauen. Du warst ein Vault-Bewohner? Wahrscheinlich bist du gesünder als jeder andere hier an Bord. Tut mir auf jeden Fall leid, dass ich das in deinen Akten übersehen habe. Bin einfach nur die Fragen durchgegangen. Du verstehst das sicher. Gut. Zweite Frage. Hattest du je eine ansteckende Krankheit oder Kontakt mit einer Person, die nachweisbar an einer erkrankt war? Ich war noch nie in meinem Leben wirklich krank. Gut, gut. Dritte Frage. Bitte antworte ganz ehrlich. Hattest du je eine sexuelle Beziehung mit einer Spezies, die man gemeinhin als nichtmenschlich bezeichnet? Kommt das so häufig vor, dass es dafür eine eigene Frage geben muss? Du würdest dich wundern, wie viele Ödländer diese Frage mit Ja beantworten. Zum Glück betrachtet die Bruderschaft derartiges Verhalten als höchst geschmacklos. Da du ja nicht sonderlich viel Zeit im Ödland verbracht hast, gehe ich davon aus, dass die Antwort Nein lautet. Letzte Frage. Hättest du ein Problem damit, einen Feind der Bruderschaft zu töten? Egal ob Mensch, ehemaliger Mensch oder Maschine? Wenn mein Leben in Gefahr ist, tue ich was auch immer nötig, um mich zu verteidigen. Das ist eine akzeptable Antwort. Und auch die häufigste. Hervorragend. Damit hätte ich alle Informationen, die ich brauche. Ich wüsste keinen Grund, dich nicht umgehend diensttauglich zu schreiben. Wenn du je medizinische Hilfe brauchst, dann sag es mir. Okay, jetzt haben wir doch alle durch, oder? Schön alles eincashen.
wird das einfach liegen lassen. Keine Gnade. Triff dich mit Ältester Bitte Maxen. Bitte die Art des medizinischen Notfalls angeben. Na komm. Flüssig-Stickstoffspender. Oh, nehmen wir auch mal mit. So, Danzy. Für was habe ich dich eigentlich mitgenommen? Und runter da. Wo ist er denn jetzt hin? Ritter der Bruderschaft, Paladin Dance. Okay. Das ist der Captain. Interne Überwachung aktiv. Kerls. Sieht nun, jetzt aus. Hast du dir die Pridwin ja angesehen. Was meinst du, Ritter? Wie kam die Pridwin zu ihrem Namen? Ältester Maxen sagt, dass er den Namen aus einer historischen Legende hat. Darin geht es um einen Mann, dessen Schicksal es war, König zu werden, und um sein Bestreben, sein Volk von Tyrannei und Unterdrückung zu befreien. Erscheint mir passend für ein derart bemerkenswertes Schiff, findest du nicht? Ja. Aber jetzt, ich will jetzt mal sarkastisch sein. Dieses Schiff ein Boot zu nennen, beleidigt ihr edles Erbe. Die hellsten Köpfe der Bruderschaft haben mehr als 2 Jahre gebraucht, sie zu planen. Und doppelt so lange, sie zu bauen. Puh. Das ist ganz schön lange. Für den Bau der Pridwin waren gewaltige Ressourcen vonnöten. Weit mehr, als die Bruderschaft zu Beginn hatte. In den ersten 2 Jahren beschafften wir die Teile. Den Rest verbrachten wir damit, das Schiff zu bauen. Es war die Mühe wert. Mit der Pridwin in unserem Arsenal können wir unsere gesamte Division mobilisieren und sie an jeden Ort schicken, an dem Ältester Maxen sie braucht. Dank ihrer Anwesenheit im Commonwealth ist garantiert, dass unser Einsatz gegen das Institut siegreich enden wird. Hat die Bruderschaft je zuvor Luftschiffe gebaut? Vor langer Zeit wurden weniger fortschrittliche Varianten dieses Schiffs an der Westküste gebaut. Die historischen Aufzeichnungen über ihren aktuellen Status sind strittig, aber wir sind uns ziemlich sicher, dass sie zerstört wurden. Wie dem auch sei, ich hoffe, dass dein Rundgang durch die Pridwin dir geholfen hat, dich an unser Leben hier oben zu gewöhnen. Du wirst sehen, je vertrauter du mit ihren Fähigkeiten und ihrer Besatzung bist, desto länger hältst du als Mitglied der Bruderschaft durch. Das wäre alles, Ritter. Okay. Und was der älteste Maxen zu sagen hat, sehen wir in der nächsten Folge. Tschüss, Leute. Bis dann.